Guten Tag, mein Name ist Johannes Kinzer und ich möchte mich hiermit für das Bachelorstudium Schnitt bewerben. Mit diesem Video möchte ich mich kurz vorstellen, verdeutlichen, warum ich mich für diesen Studiengang entschieden habe und einen kurzen Einblick in mein Leben und meine bisherigen Erfahrungen mit dem Thema Film liefern. Burschen, legt los! Mein Name ist, wie schon erwähnt, Johannes Kinzer und ich bin am 5. August 1991 geboren. Ich wohne zurzeit in Baden bei Wien und habe auch hier meine Reifeprüfung an der AHS Blonde Gasse im Realzweig abgelegt. Ich bin ein künstlerisch ambitionierter Mensch, ich spiele Musik, zeichne und drehe schon seit mehreren Jahren eigenständig Videos und Kurzfilme. Meine Liebe zum künstlerischen Handwerkfilm entfachte sich im Jahr 2005 auf einem Pfadfinderlager in Finnland. Meine Freunde und ich bekamen eine Videokamera in die Hand gedrückt und wurden in den Wald geschickt, um einen kurzen Film zu drehen. Wir hatten sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten, doch als ich das Rohmaterial betrachtete, war ich nicht wirklich von dem Projekt überzeugt. Doch dann bekamen wir eine Einführung in das hochprofessionelle Programm Windows Movie Maker und ich war begeistert. Ich war fasziniert, wie stark sich ein Video verbessert, wenn man nur das überschüssige Material wegschneidet oder welche Effekte erzielt werden, wenn man eine Szene mit Musik hinterlegt oder einfach an der richtigen Stelle kleine Sounds beifügt. Bei der Vorführung hat man gelacht und applaudiert. Der kleine Johannes hat sich gedacht, oh mein Gott, das ist es. Zurück in Österreich wurde sofort mein Sparschwein geschlachtet und alles in meine erste eigene Kamera investiert. Und von diesem Zeitpunkt an, im Alter von 14 Jahren, habe ich den größten Teil meiner Freizeit den Filmen gewidmet. Ich habe mich mit Freunden getroffen, nur um irgendwelche lustigen Kurzfilme zu drehen. Schon hier übernahm ich die Rollen des Drehbuchautors, des Regisseurs, des Producers, des Cinematographers, mindestens eines Schauspielers und dem Catering. Und natürlich auch dem Editing. Rückblickend muss ich sagen, waren diese Filme nicht unbedingt qualitativ hochwertig. Aber sie waren eine gute Übung, um mir neue Schnittprogramme, wie damals Adobe Premiere, anzueignen. Hätte ich die Zeit, in der ich mir damals alles autodidaktisch beigebracht habe, in die Schulen investiert, hätten meine Zeugnisse wahrscheinlich besser ausgesehen. Als ich in meiner Schule herumgesprochen hatte, dass ich im Besitz einer brauchbaren Kamera bin und selbst Videos drehe, traten zwei Schulkameraden an mich heran. Es waren zwei eigenartige, aber künstlerisch sehr aktive Burschen. Ein begnadeter Musiker und ein verrückter Schreiberling, der während des Unterrichts Geschichten und Drehbücher geschrieben hat. Sie wollten mit mir zusammenarbeiten, um einen waschechten 60-Minuten-Spielfilm zu drehen. So trafen sich die drei 15-Jährigen regelmäßig in verschiedenen Lokalen zum Abendessen und Drehbuchschreiben. Das Projekt erhielt den sinnigen Arbeitstitel Zombinator. Heute singen wir, morgen sterben wir. Es handelte sich hierbei um einen österreichischen Zombie-Krimi. Quasi Kottern ermittelt während des Zombie-Ausbruchs. Wir arbeiten über 3 Jahre neben der Schule an diesem Film. Und auch wenn es oft sehr anstrengend war, habe ich in dieser Zeit sehr viel dazugelernt. Als die Dreharbeiten abgeschlossen waren, lag es nun an mir, aus dem Überschuss an Filmmaterial ein anschaubares Produkt zu schneidern. Doch als der Rohschnitt fertig war und ich mich dem Sounddesign widmete, beschloss mein PC, seine Festplatten zu putzen und die Arbeit der letzten Monate in Rauch aufzulösen. Ich war am Boden zerstört. Doch hier erfuhr ich eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens. Backups, Backups, Backups. Alles muss doppelt und dreifach gesichert werden, um so einen Zwischenfall zu verhindern. Die anstehende Reifeprüfung und Wehrdienst machten es leider unmöglich, die verlorene Arbeit nachzuholen. Doch als Matura und Bundeswehr erfolgreich abgeschlossen waren, schmiedete ich schon neue Pläne und gründete mit meinem damaligen Mitbewohner einen YouTube-Channel, auf dem wir neue, kurze Videos veröffentlichten. Ich nahm mir ein Beispiel an meinen damaligen Idolen, Freddy Wong und Corel Digital, und begann mir mit Hilfe von Internet-Tutorials das Schaffen von visuellen Effekten in Adobe After Effects beizubringen. Viele Stunden wurden in diese Selbstschulung investiert, aber man kann im Verlauf unserer Videos deutliche Verbesserungen wahrnehmen. Unsere Projekte unterscheiden sich stark voneinander, sei es ein stimmungsvoller Kurzfilm über ein Videospiel, Stop-Motion-Animationen, Satire von Klassikern oder sinnlose Actionfilme mit Oton. Auch hier arbeiteten wir fast nur zu zweit, was wir sogar in einem eigenen Video thematisierten. Durch die starke Variation unserer Themen variierten auch die Anzahl unserer Views zwischen 1000 und 90.000 Klicks pro Upload. Nun habe ich nach all den Jahren beschlossen, mein Hobby auch zum Beruf zu machen. Und dies ist der Grund meiner Bewerbung. Obwohl ich Projekte gerne selbst verwirkliche und wie schon erwähnt die meiste Arbeit alleine übernehme, habe ich mich für das Modul Schnitt entschieden, da ich mich hinter dem PC an der Post-Production einfach am wohlsten fühle. Ich investiere gerne Stunde um Stunde in einfache Sequenzen, bearbeite sie Frame für Frame, nur damit sie perfekt aussehen. Diese perfektionistischen Züge mögen zwar eine gute Eigenschaft sein, aber ich stelle damit meistens viel zu hohe Ansprüche an mich selbst. Genau deswegen würde ich es sehr begrüßen, endlich in einem Team von Gleichgesinnten zu arbeiten. Natürlich würde ich am liebsten gemeinsam mit Fachleuten riesengroße Projekte auf die Beine stellen, doch ich folge auch gerne die Angaben meines Regisseurs und bringe meine Kreativität in der Bearbeitung von schon existierendem Material unter. Solange es nur etwas mit bewegten Bildern zu tun hat. Nun hoffe ich, dass ich Sie mit meinen eingereichten Projekten von meiner Leidenschaft überzeugen kann und ich mich in ferner Zukunft hinter einem professionellen Schnittpult wiederfinden werde. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.